Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich jetzt nicht mit meinem tollen Teil hier, mit dem Mikrofon. Das Wattepäuschen habe ich jetzt nicht mit. Hatte eigentlich nicht vor, ein Video zu machen, aber ihr seht, die Kartoffel liegt hier rum. Warum liegt da eine Kartoffel? Die war eigentlich im Beet. Das Beet ist hier und das ist das Hügelbeet. Könnt ihr euch noch erinnern? Verlinke ich euch. 4 verschiedene Arten Kartoffeln zu pflanzen. Ja, und das ist eine davon. Das war das Hügelbeet. Wie ihr seht, die sind noch grün und trotzdem werden die ausgegraben. Hier sind natürlich Wühlmäuse zu drinnen. Die fressen auch ab und zu mal die Kartoffeln an, aber ganz wenig. Hatte ich eigentlich gedacht, das ist schlimmer, das wird mehr. Ist aber eigentlich ganz wenig. Aber was ist in diesem tollen Mulchmaterial, was da alles drin ist? Da gibt es natürlich schöne Wühlmausgänge. Und ich habe jetzt überall Exkremente vermutlich vom Fuchs entdeckt. Und der gräbt dann, der Fuchs gräbt die Wühlmäuse aus und legt mir dabei meine Kartoffeln frei, was ich eigentlich gar nicht möchte, weil die Kartoffeln, ihr seht ja schon, die kriegen einen Grünstich, eigentlich schöne Kartoffeln geworden, diese Hügelbeet-Aktion. Und da werden sie schon leicht grün. Hier, die ist schon sehr grün. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ja, und da habe ich halt mal einen Schwung Kartoffeln. Die waren auch schon an der Oberfläche. Das ist natürlich der Nachteil, sag ich mal, wenn so viel gemulcht wird. Ich will jetzt die Kartoffeln, die alle frei liegen, wegnehmen, wieder ein bisschen zumachen, weil die Pflanzen ja noch grün sind. Also die geben noch Kraft, die werden größer. Ne? Ja. Läuft es noch oder läuft es nicht? Ich sehe es jetzt gar nicht. Ja, doch. Ja, und dann haben wir hier das andere. Das ist dieses Beet für Faule, was ich gesagt habe. Wo ich einfach nur ein Loch gemacht habe, habe hier die Kartoffel reingesteckt, Mulch drüber und dann gucken wir mal, was da draus wird. Was geworden ist. Ich sehe jetzt gar nichts hier. Vielleicht haben es die Mäuse weggeholt. Ach, seht ihr, da sind die Kartoffeln. Seht ihr da. Was holen wir da so raus? Auch schön. Schöne Kartoffeln. Also da habe ich wirklich gar nichts gemacht, außer ein Loch gemacht, rein, Mulch drauf, bisschen zugeschüttet mit Erde, Mulch drauf und da seht ihr, was rauskommt. Ist natürlich, wie ich jetzt sehe, hier nicht so der Ertrag. Ich will noch mit den Spaten reingehen, das rundherum mal wegheben. Dann habe ich hier die Variante, wo ich einen hohen Damm angelegt habe. Und da wurden mir auch schon Kartoffeln rausgegraben. Hier, die waren ein bisschen angefressen, seht ihr. Und die wurden mir hier rausgegraben. Aber das Grün hier ist es, die sind halt noch grün. Also die kriegen noch Kraft. Nur die sind teilweise, jetzt sehe ich hier, die ist natürlich schon total abgefressen. Hier sind die Wühlmäuse zugange. Ja, dann ist es natürlich so eine Frage, soll ich dem Fuchs böse sein? Oder soll ich sagen, okay, ich bin nicht da und der Fuchs, der macht für mich die Arbeit. Der holt sich hier die Wühlmäuse, hält die ein bisschen in Schach und deswegen habe ich ja mehr Kartoffeln. Der kann natürlich nicht wissen, dass meine Kartoffeln dann grün werden und eigentlich nicht mehr genießbar. Die werden ja dann giftig. Und dann haben wir hier noch die Variante. Das war leicht, da habe ich das meiste bis jetzt rausgeholt. Die sind auch am schnellsten gewachsen und sind auch schon am zeitigsten praktisch. Ja, hier das Grün ist am zeitigsten abgestorben. Dann können wir mal graben. Hat jetzt viel geregnet die letzten 3 Tage. Und da, oh, da haben wir natürlich ein paar schöne Kartoffeln. So, also ich normalerweise hätte ich hacken müssen und nach. Ja, hier seht ihr, die war auch zu dicht an der Oberfläche. Deswegen hackt man ja und gibt den Kartoffeln noch mal ein bisschen Erde obendrauf. Die hatte ich ziemlich flach reingelegt und nur ganz leichten Damm obendrauf. Und der leichte Damm müsste eigentlich gehackt werden. Seht ihr hier, das ist die Mutterkartoffel. Das matschige Teil da. So, und das, ja. Also sagen wir mal, hier sind noch mehr drin, das wusste ich. Wir haben ein halbes bis ein Kilo pro Loch oder pro Pflanze. Das ist jetzt eine Pflanze, eine Kartoffel. So, und jetzt ist es gerade schön locker, die Erde. Die war schon richtig hart dieses Jahr. Ja, also mit dem Ertrag kann man zufrieden sein. Allerdings habe ich immer meine Grüne dabei. Das habe ich halt hier drüben nicht, wo ich die hohen Dämme habe. Ja, da habe ich den meisten Ertrag, die größten Kartoffeln. Und ihr seht, jetzt ist Mitte August und die Kartoffeln sind immer noch grün und die wachsen immer noch. Alles die gleiche Sorte. Belana. Hier ist es gemischt, teilweise Belana, habe ich Reste reingesteckt. Und dann halt dieses Beet. Da sind noch ein paar Grün, das sind verschiedene Sorten, glaube ich, was ich noch so an Resten hatte. Bin mir jetzt gar nicht genau sicher. Nee, das ist Gala, Entschuldigung. Das hier, ab dem Stock ist Gala, hinter ist Belana. Gala habe ich überhaupt noch nicht geerntet. Das sind praktisch die ersten Gala, die ich jetzt raushole. So, hier habe ich das gleiche wie da drüben, einfach mal so einen hohen Damm. Seht ihr, hier sind sie schon vertrocknet, da ist es noch grün.
die kann ich schon rausholen. Und dann hatte ich ja noch dieses Kraterbeet erstmal angelegt, ganz zum Schluss. Und ich sehe, da hat auch schon irgendein Tierchen hier rumgeknabbert, obwohl die Pflanze noch grün ist. Und hat mir, und das ist ganz interessant, irgendein Tier beißt die komplette Pflanze ab. Also es ist kein Kartoffelkäfer. Ich frage mich, ob das wild ist oder sowas, aber ich dachte immer, Rehe essen keine Kartoffeln. Jo, so, das war's mal hier. Ihr seht hier der Kartoffeldamm. Das sind die nach der Blüte, die Kartoffelfrüchte. Ne? Die sind nicht essbar, das wisst ihr. Das Zeug ist hochgiftig. So, ja, das war eigentlich mal, jetzt ist es schon wieder zu heiß. Es ist ziemlich warm heute, es sollte eigentlich regnen. Es hat aber noch nicht geregnet. So sieht das in der Permakultur aus. Von Weitem eigentlich kaum als Beet erkennbar. Aber wir haben hier das Hügelbeet. Da ist es so, die sind immer noch grün und sind natürlich teilweise, das hat es weggeweht, den Mulch. Und da sind die ein bisschen grün geworden, aber die werden natürlich jetzt hier durch den Fuchs freigelegt. Ich vermute, es ist der Fuchs. Ne? Was soll es sonst sein? Hier haben wir noch ein paar schöne Kürbisse. Ja, wächst oben drüber. Die hängen jetzt so die Blätter, weil es Mittagssonne ist. Und der Mittagssonne, da schützen die sich. Das ist nichts Schlimmes. Jo, hier haben wir auch schon Kürbis dran. Und ich zeige es euch mal noch ganz kurz, weil mich das so freut. Ja, hier ist eine wilde Rose. Da hatte ich auch noch ein paar Kartoffeln reingemacht. Einfache Methode. Ich hatte dieses Jahr immer so viele Saatkartoffeln. Und hier hatte ich einmal mein Maisbeet und mein Indianerbeet. Die Bohnen sind weg jetzt. Ich hatte ja Bohnen gehabt. Ich frage mich, wo die hin sind. Weggefressen. Der Mais ist nicht sehr groß gewachsen. Warum, weiß ich nicht. Allerdings, ich habe langsam mal das Saatgut in Verdacht. Der ganze Mais, den ich gesteckt habe, der Golden Bantam, die Pflanzen sind nicht so kräftig und die bilden meistens nur eine einzige Frucht aus und nicht drei, zwei oder drei. Und die anderen, der rote und der normale gelbe Mais, der ist bei mir dieses Jahr nicht gekommen. Die Samen waren schon 7 Jahre alt, also und wie sie mal zwischendurch gelagert wurden, weiß ich nicht. Aber hier habe ich mal einen richtig schönen großen Hokkaido. Ich habe hier auf dem Feld verteilt mehrere Hokkaido-Pflanzen. Wir haben schon mindestens 2 Kürbisse verarbeitet und gegessen. Die kann man auch ganz jung essen. Da kann man die auch roh essen, schrapsen in den Salat rein. Und jetzt wird er ja schon langsam, ihr seht, er wird schon richtig eine orange Färbung. Dann wird er auch schon härter und dann ist er, bildet er auch die Stärke aus, der typische Hokkaido-Stärke. Und ist dann der schöne, wie man kennt, der Hokkaido. Ne? Der ist jetzt schon ganz schön groß. Jo, das war es mal von mir. Ihr habt das mit den Kartoffeln gesehen. Vielleicht noch mal kurz zu den Wildtomaten gehen. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus mit dem Gestell. Ich hatte noch hier so ein altes Verkehrsschild gestellt. Das habe ich einfach daneben gestellt, weil die Pflanzen die Wildtomate hier unten auf der Erde gelegen hat. Das ist eine Wildtomate. Das Saatgut war vom Samenmeier aus. Der Samenmeier aus der Schweiz. Und die Wildtomate ist keine Transporttomate. Ich mache die hier ab. Da platzt die auf. Dann muss ich die sofort essen. Also es ist was Leckeres zum Naschen. Die schmeckt doch ganz gut. Aber es ist nichts zum Pflücken und für den Transport. Dafür habe ich die anderen Tomaten. Die habe ich schon geerntet. Diese schöne gestreifte, ich liebe die. Da habe ich eigentlich schon eine ganze Menge geerntet. Dafür, dass ich nur 3 Mal gegossen habe, jetzt im Jahr, kann ich damit zufrieden sein. Ich habe ja auch noch bei mir am Hausgarten Tomaten. Ich habe in jedem meiner Gärten, 3 Gärten, Tomaten. Dieses Jahr an der 80 Pflanzen. Schätze ich mal, mehr als letztes Jahr. Ja, und einen ordentlichen Ertrag. Und das mit den Kartoffeln, das ist ja so in dieser Dimension neu. Habe ich ja gemacht, habt ihr die Videos hier. Selbstversorgung in der Krisenzeit wegen Corona. Ich denke, dass wir haben noch gute Preise, aber ich bin mir sicher, es wird noch teurer. Teilweise war ja das Obst und das Gemüse dieses Jahr schon teurer. Dann hatten wir Ernteausfälle. Das mit den Pflaumen hatte ich euch gezeigt gehabt. Anderes Video, also hier, es gibt gute und schlechte Jahre, das war das, glaube ich, das vorletzte Video, verlinke ich auch mal. Und die guten und schlechten Jahre beziehen sich halt auf die und die Frucht. Manche Fruchten sind im einen Jahr gut, die andere Frucht im anderen Jahr. Dafür habe ich zum Beispiel dieses Jahr wieder ordentlich Äpfel. Sagen wir mal hier, den Berner Rosenapfel. Der trägt einigermaßen, der ist natürlich noch nicht reif. Bin ich aber zufrieden, das ist ein sehr alter Baum. Den habe ich auch spät umgepflanzt. Eigentlich heißt es ja, alte Bäume verpflanzt man nicht, die sind runtergefallen. Die kann ich auf jeden Fall auch noch nehmen. Durch die Würmer, die da reinstechen,
reift der Apfel schneller und ich kann die in den Smoothie reinmachen. So als sonst ist der Berner Rosenapfel lecker, schmackhafter Apfel. Und der Apfel da dieses Jahr trägt halt nicht, aber das ist halt so. Und hier haben wir Turbinabur, das steht natürlich noch in voller Pracht. Und das, ja, das wird dann ausgepflanzt, wenn es in die Blüte geht, dann kann ich ausgebuddelt, da kann ich dann die Knollen rausholen. Ich mache mich jetzt in die Arbeit und hole mir noch hier einiges an Kartoffeln raus. Alles, was oben liegt, nehme ich mit und grabe mir noch ein paar aus. Jo, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke drücken und tschüss, bis zum nächsten Mal.